Hi und herzlich willkommen bei StayGeeky. Ich bin Dennis Matthias und ich bin zurück von der Spiel 2024. Wie jedes Jahr habe ich dir so einen kleinen Rückblick mitgebracht und werde dir dann gleich auch alles erzählen über die Spiele, die ich mir angeschaut habe, habe erklären lassen oder auch angespielt habe. Und ganz am Schluss stelle ich dir auch meine drei Highlights der Messe vor. Jetzt spanne ich dich aber nicht weiter auf die Folter. Schauen wir uns erstmal den Rückblick an.
Dieses Jahr habe ich eine recht lange Liste für dich mitgebracht. Ich habe nämlich vieles angeschaut. Vor allen Dingen habe ich aber auch richtig Sahne gehabt mit den Spieltischen und konnte wirklich einige Spiele antesten. Insgesamt habe ich 16 Spiele gespielt. Drei waren davon allerdings im Hotel. Die restlichen 13 habe ich auf das Spiel angetestet. Generell war so mein Spielgefühl bei den Spielen aus diesem Jahrgang, dass viele Spiele dabei waren, wo ich sage, ja, das ist gut, das ist nett, Punkt. Also vieles, was mir gefallen hat, was ich durchaus mitspielen würde, wo ich aber gesagt habe, brauche ich jetzt nicht so unbedingt für meine Sammlung. Falls du selbst auf das Spiel warst oder dir jetzt schon einiges aus diesem Jahrgang angeschaut hast, kannst du ja gerne mal in die Kommentare dieses Videos so deine Meinung schildern, ob du so ein ähnliches Gefühl hast bei den Spielen dieses Jahrgangs. Aber wie gesagt, am Ende des Videos habe ich auf jeden Fall drei Highlights für dich, die für mich die besten Momente waren auf das Spiel, spielerisch gesehen. So, dann werde ich dir jetzt zu allen Spielen mal was sagen, soweit ich mich da noch erinnern kann. Das ist natürlich immer alles total vollgepackt auf der Messe. Das allererste Spiel, was ich mir angeschaut und sofort testen konnte, ich hatte, wie gesagt, unheimlich viel Glück, das war Exit Dungeon. Das ist ein Echtzeit-Puzzle-Spiel, ein Tiling-Spiel. Man hat so polyomino-förmige Steine und muss das halt in einem Grid anlegen, fortlaufend als Gang und muss unterschiedlichste Symbole nacheinander erreichen. Derjenige Spieler, der es am schnellsten schafft, gewinnt das Spiel. In einer erweiterten Version gibt es dann noch Brücken, die man platzieren kann. Dann kann man auch noch eine Treppe bauen. Dann ist die Spielbox eine zweite Ebene. Reichert das Ganze ein bisschen an. Spielprinzip bleibt aber gleich. Und das war auch, ja, ist nett, kann man spielen. Muss ich aber nicht haben und werde ich mit Sicherheit bald auch wieder vergessen haben. Das war Exit Dungeon. Dann habe ich mir angeschaut 365 Adventures The Dungeon. Im Prinzip ist das ein Kalender, wo man spielt einen Dungeon Crawler über das ganze Jahr verteilt. So zumindest das Marketing. Wir haben das Jahr aufgeteilt in Wochen und in jeder Woche sind da Monster abgebildet mit Zielwerten für Würfeln. Eigentlich basiert das auf so einem Kniffelmechanismus. Wir würfeln und müssen dann uns ein Monster aussuchen von dieser Woche, das wir dann mit unserem Zielwert töten möchten. Am Ende der Woche schauen wir dann, wie viele konnten wir töten, addieren die Punkte und das ist das Ergebnis dieser Woche. Das machen wir für das ganze Jahr und dann haben wir halt einen Endwert und man kann sich dann in einer Highscore eintragen online, wer war denn der beste Dungeon Crawler. Ja. Und das klang für mich so, wir nehmen ein einfaches, relativ simples und eher schlechtes Spiel und strecken das über ein Jahr. Und das ist dann unser Verkaufsargument. Hat für mich keinen Spielreiz. Dann habe ich mir Cyclades angeguckt. Das ist ein Spiel, was ich schon lange, lange in meiner Sammlung habe, immer gerne gespielt habe. Es ist ein Area-Control-Spiel in der griechischen Mythologie mit einem sehr interessanten Aktionsauswahlmechanismus. Und da habe ich eben halt auch die Kickstarter-Kampagne mitgemacht, freue mich auf die neue Version. Ich wollte mir einfach das Material vor Ort da einmal anschauen. Dann habe ich mir Dungeon Legends angeguckt. Das ist ein Fantasy-Abenteuerspiel, wirkte schon eher einfach und familienfreundlich. Ich habe mir das dann erklären lassen. Auch die Erklärung wirkte genauso einfach und familienfreundlich. Ja, und auch so Nachfragen, was sind jetzt so Kernspielmechanismen, konnte man mir schon nicht so richtig beantworten. Aber es ist halt ein sehr seichtes Spiel, eher familienfreundlich, wenn man da so ins Fantasy-Genre einsteigen möchte. Nichts für mich, nichts für meine Sammlung. Dann habe ich Seaside gespielt. Und das ist ein relativ simples Spiel. Man zieht Holztoken aus einem Beutel. Und dann muss ich mich entscheiden, welche von diesen beiden Seiten von diesen Token ich einsetzen möchte. Dann kann ich noch eventuell nochmal neu ziehen. Und das sind dann einfach solche Sachen, wenn ich mir Steine nehme, dann bringt mir der erste Stein erstmal gar nichts. Nehme ich einen zweiten Stein, darf ich aus der Mitte dann alle Krabben zu mir nehmen und darf dann auch noch von anderen Spielern eine Krabbe klauen. Ein Vogel frisst alle Insekten aus der Mitte. Wenn ich mir ein Strandstück hinlege, darf ich mir eine Muschel aus der Mitte nehmen. Und das macht man, also, Entschuldigung,
machen wir dann so lange, bis der Beutel leer ist. Und dann wird einfach geguckt, welcher Spieler hat den höchsten Stapel. Relativ unbedeutendes Spiel. Festival habe ich dann gespielt. Da geht es darum, dass wir ein Feuerwerk veranstalten müssen. Wir haben so ein 3x3-Grid. Und da legen wir dann Token drauf. Das sind dann praktisch so Explosionen von einem Feuerwerk in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Farben. Ich habe dann Zielkarten ausliegen. Einmal welche, die allgemein gelten und welche, die ich mir dann auch mit einer Aktion sichern kann, zu mir nehmen kann, dass mein Gegenspieler mir es nicht wegschnappt. Habe ich dann die Form erreicht, die auf dieser Zielkarte ist, darf ich das Ganze dann werten. Das heißt, ich muss mein Grid die ganze Zeit erneuern, muss möglichst mir Zielkarten nehmen, die mit wenig Veränderungen dann zu werten sind. Und jeder Spieler hat auch nochmal eine Farbe und eine Form, die ihm am Schluss auch nochmal gesonderte Punkte bringen. Abhängig davon, wie hoch die dann gestapelt sind, gibt mir das mehr Punkte. War auch ein schönes, nettes Spiel. Würde ich durchaus mitspielen, wenn es irgendjemand hat. Punkt. Dann habe ich mir Panda angeschaut. Das ist ein Spiel, bei dem wir Karten auslegen in ein gemeinsames Grid. Und die Karten punkten dann in Abhängigkeit, welche Karten drumherum liegen. Und da habe ich direkt dann vor Ort gesagt, das klingt wie Ecosystem, nur mit einem gemeinsamen Grid. Und da meinte die Spielererklärerin, ja, genau. Und das ist es im Prinzip. Also eigentlich ist es nichts anderes als Ecosystem. Wie gesagt, nur man puzzelt nicht an einem eigenen Grid, sondern gemeinschaftlich. Das ist Panda. Dann habe ich Piña Coladas gespielt. Da hat man auch so ein Grid aus verschiedenen Plättchen. Und die geben Zielwerte mit Würfeln vor. Also ich ein Pasch würfeln muss, irgendwie so eine kleine Straße oder Full House oder whatever. Und jeder Spieler hat dann Cocktails, so Holztoken, die man zum Werten auf diese Plättchen legt. Da habe ich einen Kniffelmechanismus. Ich kann bis zu dreimal würfeln. Und dann muss ich mir aussuchen, was möchte ich da werten. Packe mein Cocktailglas auf so ein Arbeiterfeld. Dadurch ist das blockiert, kann nicht nochmal genommen werden. Und das Spiel endet, wenn alle Cocktail-Token eingesetzt sind, dann gewinnt derjenige mit den meisten Punkten. Oder aber, wenn jemand auf diesem ausliegenden Grid eine Viererreihe hat, aller vier gewinnt, dann gewinnt dieser Spieler. Ja, das ist das Spiel. Relativ unbedeutend, weil halt ein relativ einfaches Kniffel. Punkt. Dann habe ich Chartered Building Amsterdam angespielt. Und da habe ich dann schon gesagt, na ja, das ist im Prinzip eigentlich Foundations of Rome. Und da hat auch der Spielererklärer bestätigt, ja, die haben sich eines Spielmechanismus bedient, dessen sich auch von Foundations of Rome bedient hat. Das ist wohl irgendwie ein älteres Spiel, wo dieser Mechanismus herkommt. Da geht es darum, dass man verschiedene Baugebiete hat. Das ist so ein Grid mit Buchstaben und Zahlen. Und die muss man erwerben, um dann darauf Gebäude errichten zu können. Das hat mir bei Foundations of Rome schon nicht so gut gefallen. Das hat mir hier ebenso wenig gefallen. Deswegen ist das Spiel für mich da einfach schon raus. Dann habe ich mir Birdies angeguckt. Das ist ein Set-Collection-Spiel. Und zwar muss man zwei verschiedene Sets im Prinzip bilden. Das ist so der Kniff da dran. Man muss einmal Vogelgruppen sammeln und man muss Seasons sammeln, also Jahreszeiten. Da gab es noch irgend so einen kleinen Kniff drin, an den erinnere ich mich aber schon nicht mehr. Ist ein süßes, kleines Drafting-Spiel, aber sticht eben halt auch nicht heraus. Dann habe ich mir Grachtenpand angeschaut. Das ist ein Kartenspiel, mit dem wir Gebäude bauen. Man hat immer eine Basis, mittlere Teile und ein Dach. Und die Teils, also diese Karten, die ich auslege, geben mir dann halt auch Wertungsbedingungen vor. So, dieses Gebäude muss so und so viele Etagen hoch sein, muss ein Dach haben. Dieses Gebäude darf keine Katzen haben oder muss besonders viele Pflanzen in den Fenstern haben, sowas. Das heißt, ich drafte mir eben halt diese Karten, versuche eine beste mögliche Auslage zu machen mit dem Gebäude, um die möglichst viele Punkte zu erzielen. Ist nett, ist ein schönes Drafting-Spiel, aber auch nichts Besonderes. Dann habe ich Bantam West
angespielt. Das ist ein sehr episches Western-Spiel, ein Sandbox-Spiel, wo man selbst entscheiden kann, was tue ich denn jetzt auf dieser Map. Die Charaktere haben auch unterschiedlichste Ausrichtungen. Da ist ein Revolverheld bei, da ist eine bei, die eher so ein Feuerteufel ist. Die hat unheimlich Spaß daran, die Gebäude der Mitspieler anzuzünden und so weiter. Es ist ein relativ umfangreiches Spiel von den Möglichkeiten her, wo ich aber definitiv schon raus war, als ich gehört habe, ja, ein Spiel kann auch mal bis zu 8 Stunden dauern. Ja, ciao. Da bin ich raus, tut mir leid, weil in 8 Stunden kann man so viele schöne Spiele auf den Tisch bringen und so einen Kracher brauche ich nicht haben. Gleiches Problem wie Twilight Imperium zum Beispiel. Nein, brauche ich nicht. Dann habe ich mir Justice angeguckt. Fand ich sehr interessant vom Thema her. Und zwar geht es darum, dass man Karten spielt, so ein bisschen stichkartenmäßig, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall spielt man kartenbasiert mit unterschiedlichsten Werten. Und thematisch geht es darum, dass man in einer Zwergengesellschaft ist und es wird über Verbrecher gerichtet. Denen wird quasi ein Verbrechen vorgeworfen und man muss dann entscheiden, wird er verurteilt oder wird er nicht verurteilt. Und jeder Spieler bekommt noch eine andere Rolle. Fand ich mega interessant. Naja, um dann eigentlich nur mitzukriegen, ja, das ganze Thema ist eigentlich nur drüber gestülpt. Die Verbrechen, die aufgedeckt werden, sind einfach nur reine Flavorkarten. Die haben keinerlei Einfluss auf das Spiel. Und dann werden einfach immer nur neue Verbrecher aufgedeckt. Und ich versuche halt, mit den Karten zu beeinflussen, wird der jetzt verurteilt oder nicht. Und meine Rolle gibt mir vor, was ich möchte. Ob die möglichst viele verurteilt werden oder möglichst viele freigesprochen werden. Das war's. Toll ausgedachtes Thema mit einem eher langweiligen Mechanismus, der das Thema in keinster Weise trägt. Dann habe ich Babylon angespielt. Das ist ein dreidimensionales Tile-Lane-Game mit Deko-Elementen. Und das fand ich optisch einfach schon mal bombastisch. Und das habe ich Probe gespielt. Und das hat mich spielerisch dann einfach auch begeistert. Hat mir gefallen. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Problem an der ganzen Sache war, das Spielmaterial war unheimlich kleinteilig. So, und jetzt muss man die verschiedenen Ebenen auf so Säulen platzieren. Man kann auch bewusst entscheiden, dass ich ein Plättchen nur auf 3 Säulen platziere. Da, wo ich keine Säule platziere, wird da drauf eine Aussichtsplattform platziert. Von da aus kann ich dann also auch nicht mehr weiter bauen. Aber dadurch, dass ich das Ganze nur auf 3 Säulen platziere, wird das Ganze ohnehin schon instabil. Dann ist das Material, wie gesagt, so kleinteilig, dass ich weiß, ich brauche das gar nicht mit Spielern spielen, die eben halt jetzt keine geschickten, schlanken Finger haben. Die werden da wahnsinnig werden. Und dann ist es tatsächlich auch einer Mitspielerin passiert, die ist mit der Hand an ihr Brett gekommen und alles ist zusammengestürzt. Dann gibt es in der Anleitung auch eine Anweisung, was man dann tun soll, wenn so etwas passiert. Das heißt, das scheint auch gar nicht so selten zu passieren, aber da sage ich, sorry, macht leider das ganze Spiel kaputt. Ansonsten hat mir das Spiel wirklich gut gefallen und ich hätte es sonst mitgenommen, aber unter den Umständen leider nicht. Das nächste Spiel, was ich mir angeguckt habe, ist Castle Builder, was im Vorfeld ja schon relativ viel Hype erfahren hat. Haben sich sehr, sehr viele Spieler darauf gefreut. Ja, ich muss sagen, es ist halt einfach nur ein Zahlenspiel. Man muss gucken, dass man die Plättchen so platziert, dass die Plättchen, die ich da drüber baue, die Summe ergeben müssen von den Plättchen darunter oder müssen manchmal niedriger oder höher sein, irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall eigentlich nur ein Grid an Zahlen, was ich mir aufbaue. Und das ist es. Und jemand hat das Spiel auch bezeichnet als Mathe the Game. Ja, so ein bisschen ist es. Also es ist halt wirklich, es ist ein rein abstraktes Spiel. Und dieses Thema mit Castle Building ist einfach nur draufgesetzt. Dann habe ich mir Fjorda angeschaut. Das ist ein, ich glaube, 4X-Spiel im Wikinger-Thema. Sieht optisch richtig toll aus. Eine Begleitung hat gesagt, wäre zu überladen, das Spiel. Aber ich fand, das sah optisch sehr schön aus. Spielerisch hat mich das auch unheimlich gereizt. Ich kann leider überhaupt nicht mehr viel zu dem Spiel sagen, weil ich da geistig schon komplett durch war. Das war nämlich so mit das letzte Spiel, was ich mir an dem Tag angeguckt hatte. Ich habe mir auf jeden Fall einen Flyer mitgenommen. Das ist eine Crowdfunding-Kampagne, die kommen wird. Ich kann dir nur empfehlen, wirf mal einen Blick auf Fjorda.
mich hat's begeistert. Ich kann nur jetzt leider wirklich nicht mehr viel darüber sagen. Dann waren wir hier abends im Hotel und haben dann noch einige Spiele gespielt. Unter anderem Miezekatze. Ja, Miezekatze ist ein Spiel, da muss man eigentlich nur irgendwelche Gesten und Geräusche machen, sich diese merken, das Ganze wiederholen. Also im Prinzip, man sagt, Miezekatze muss eine Faust auf den Tisch hauen, Miezekatze muss einen Würfel auf einen anderen Würfel stapeln, Miezekatze muss einen Token umdrehen mit einer Katzentoilette, wo dann plötzlich reingeschissen ist. Man muss eine Stoffmaus weiterschieben, man muss Luftgitarre spielen und dann Miau dabei sagen. Und man sieht halt immer nur die letzte Karte, die mit dazugekommen ist. Den Rest muss man sich halt merken. Ja, nicht mein Spiel, was soll ich sagen? Dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ganz schön clever gespielt. Das ist so ein alter Klassiker, den ich noch nie gespielt hatte. Jetzt war die Zeit dafür. Ja, war gut, hat mir gut gefallen, kann man machen. Ist jetzt halt auch nichts Besonderes mehr. Aber ist ein sehr gefälliges Spiel, was man einfach immer mal in der Tasche haben kann, auspackt, spielt. Im Prinzip ist es halt auch ein Roll-and-Ride-Spiel. Es wird gewürfelt. Man muss sich einen Würfel aussuchen. Abhängig von der Farbe trage ich das in unterschiedlichen Bereichen ein bei meinem Board und erziele auf diesem Weg unterschiedliche Punkte. Die Würfel, die ich nicht auswähle, davon darf sich dann ein Gegenspieler einen Würfel aussuchen und für sich nutzen. Und abhängig davon, welche Augenzahl ich nehme, kann es sein, dass Würfel auch rausfliegen und ich die nicht neu werfen darf. Ist ein schönes Spiel, ganz schön clever. Dann haben wir Storybox gespielt, und zwar zwei Partien. Einmal in der Abenteuerversion und einmal in der Version Träume und Albträume heißt es, glaube ich. Ist ein Erzählspiel. Normalerweise bin ich kein Fan von Erzählspielen, aber das hat mir richtig, richtig Laune gemacht. Zwar geht es darum, dass man innerhalb von 2 Minuten eine Geschichte erzählt. Jeder Spieler hat 3 Handkarten und man darf immer zu jeder Zeit eine Handkarte in die Mitte spielen, wann es gerade passt. Man kann keine Spielreihenfolge und erzählt die Geschichte dann weiter. Beispielsweise kann man sagen, es war einmal eine Fee, die wollte in den Urlaub fliegen, ist dann aber krank geworden und musste im Bett bleiben oder wie auch immer. Und das macht man 2 Minuten lang. Danach wird dieser Kartenstapel umgedreht und man muss diese Geschichte rekonstruieren, indem man sagt, welche Karte kommt als nächstes. Man muss sich diese Karten also merken. Liegt man dabei richtig, kriegt man 2 Punkte, liegt man falsch, wird 1 Punkt abgezogen. Und man darf, wenn man sich nicht sicher ist, einen Mitspieler um Hilfe bitten, von dem man denkt, dass er das noch weiß. Schafft man das dann gemeinschaftlich, gibt es dafür noch 1 Punkt. Und es ist halt einfach, entstehen dadurch die skurrilsten Geschichten mit irgendwelchen Orangen, die plötzlich spawnen. Und man hat halt wirklich Schwierigkeiten, diese Geschichte zu rekonstruieren. Die erste Hälfte geht meistens noch ganz gut, aber dann wird's wir. Wir hatten unheimlich viel Spaß am Tisch, haben sehr, sehr viel gelacht. Storybox, ein Erzählspiel, was mir wirklich gut gefällt. Dann habe ich Middle Age Probe gespielt. Zu Deutsch ist es, glaube ich, Media Ethas. Und das ist wohl eine Neuauflage von Majestic, heißt das Spiel, glaube ich. Das habe ich aber nie gespielt. Fand ich gut, ist ein Engine Builder und man hat auch viele Kettenzüge. Man kann eben und man hat unterschiedlichste Aktionen, was verschiedene Gebäudetypen sind. Man kann sich dann selbst fokussieren, was möchte ich bei mir denn dann jetzt stärken? Kann also halt auch unterschiedliche Schwerpunkte beim Aufbau legen. Und ich kann auch diese Aktionen nochmal zusätzlich verstärken. Es gibt so Token, die man anlegen kann. Und damit löst man dann das Einkommen von einem anderen Gebäudetyp auch noch mit aus. Fand ich sehr gut, habe ich mir mitgenommen. Und das ist so ein Spiel, man erklärt das in 5 Minuten, hat aber viele Entscheidungen im Spiel, was es dann auch reizvoll macht. Und es ist eben halt auch ein Spiel, was man, wenn man das 3-4 Monate nicht gespielt hat, einfach mal aus dem Regal ziehen kann und man weiß immer noch, wie es funktioniert. War für mich Kaufgrund. Wir haben es abends im Hotel direkt gespielt, ist auch gut angekommen. Von daher, glaube ich, ein berechtigter Kauf von Middle Age. Dann habe ich Jaxha gespielt. Jaxha ist ein Spiel mit Holzklötzchen
Und man muss eine Pyramide bauen. Unten ein 4x4-Grid, ein 3x3-Grid da drauf, dann 2x2-Grid und eben halt ein Stein on top. Ziel ist es, möglichst viele Würfel von gleicher Farbe in einem Gebiet zu haben, wenn man von oben auf diese Pyramide schaut. Das heißt, man baut das dann eben halt auch von Etage zu Etage auf. Ist ein Spiel, was ich so spielerisch ganz gut fand, aber ich habe Pyramido in meiner Sammlung und das finde ich anspruchsvoller und besser. Deswegen, ich sage, lohnt sich Jaxar an der Stelle einfach nicht. Dann habe ich mir Nova Era angeschaut. Das war nur ein Prototyp. Aber das ist ein Spiel, auf das ich mich wirklich tierisch freue. Muss ich mal gucken, ob ich das jetzt noch zusammenbekomme. Es geht darum, auch ein eigenes Deck zusammenzubauen, wenn ich jetzt noch weiß, oder sich auch Karten zusammenzustellen. Man spielt drei verschiedene Äras durch. Das erste ist Antike, dann kommt, glaube ich, Renaissance und dann kommt Gegenwart. Und man hat auch die Möglichkeit, in einer Ära gegebenenfalls schon mal eine Karte aus dem nächsten Zeitalter mit reinzubringen. Boah, ich krieg's nicht mehr hin. Es ist zu lange her. Ich weiß nur, das Spiel hat mich richtig geflasht von den Mechanismen her. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ist ein wirklicher Geheimtipp von mir. Verfolg's. Ich kann dir jetzt noch nicht mehr viel darüber sagen. Es ist schon aus dem Hirn verdrängt. Dann haben wir uns Snails angeguckt. Im Prinzip ist das Worms the Board Game. Offizielle Lizenz ist ja bei Mantic Games. Die haben Worms the Board Game rausgebracht. Und das ist praktisch auch ein Worms-Spiel. Nur mit einer, nicht eben halt mit der Worms-Lizenz, sondern eben mit Schnecken. Deswegen Snails. Und man baut das auch mit so einem 3D-Terrain. Man hat Unique Player Powers. Und man hat Bewegungsprogrammierung. Man muss also wirklich, man sucht sich eine von seinen Schnecken aus. Und diese führt dann die Aktion aus, die ich vorher festgelegt habe. Ist ein total chaotisches Spiel. Man ballert sich halt mit Raketen durch die Gegend, killt andere Schnecken, schubst sich ins Wasser, was dann ätzend ist. Man kann Granaten schmeißen, dann werden eben halt auch Teils von der Fläche kaputt gemacht, die werden dann entfernt, das Gelände verändert sich also. Ist ein witziges, chaotisches Kampfspiel. Klingt sehr spaßig, habe ich Lust, das mal auszuprobieren. Dann war ich beim Stand von Shadowborn Games, die ja Osworn rausgebracht haben und konnte mir vom Jamie, einen schönen Gruß an der Stelle, Avalon zeigen und erklären lassen. Das ist das nächste Spiel, was jetzt gefundet werden wird. Spielt im Universum von der König Artus Sage und erzählt im Prinzip eine alternative Geschichte. Ist ein Area Control Kampfspiel mit einem Blackjack Mechanismus. Also erst einmal ist das Spiel sehr deterministisch. Man kann unheimlich viel berechnen, kann auch die Kampfstärken berechnen. Man hat dann eben die Möglichkeit, wenn es zum Kampf kommt, das Ganze dann noch auszureizen, indem man dann Karten zieht von einem Deck und man muss versuchen, möglichst je nah an einen Zielwert ranzukommen, den man vorher ausgespielt hat. Und das kann eben halt die Spielstärke noch einmal beeinflussen. Klingt sehr, sehr interessant. Sieht optisch richtig toll aus, freue ich mich drauf, kann ich dir auch nur empfehlen. Der, ist es Gamefound oder Kickstarter? Ich weiß es jetzt gar nicht, der Kampagne zuvor, ich glaube Gamefound, bin aber nicht sicher, ist, glaube ich, wirklich ein Blick wert. Dann habe ich die Jungs von Godot besucht, lieben Gruß an der Stelle. Und mit den Godots habe ich ja so eine sehr, so eine Leidensgeschichte auf beiden Seiten, glaube ich. Weil ich die Spiele und die Spielideen von Godot immer sehr toll finde. Ich mag die Jungs ungemein, die sind mega sympathisch. Aber letztendlich haben mir leider bis jetzt ihre Spiele nie so gefallen. Die haben mich nie überzeugen können. Jetzt habe ich mir Foxporn angeschaut. Im Prinzip ein Harry Potter Brettspiel. Und das hat wirklich meine Hoffnung jetzt noch einmal aufflammen lassen. Das klingt nämlich wirklich richtig gut. Das ist ein Worker-Placement-Spiel mit echt interessanten Twists drin und mit einer schönen Interaktion. Es gibt dann eben halt auch so verschiedene Situationen, wo die Spieler
sich gegenseitig battlen. Und das ist eigentlich so ein Bluffing und auch so ein Vertrauensspiel. Beide Spieler bekommen einen Zauberstab in die Hand und müssen ihre Augen schließen. Und da müssen sie sich entscheiden, teilen wir uns jetzt beispielsweise 4 Punkte, jeder von uns bekommt 2 Punkte, oder betrüge ich dich, greife dich an, bekomme dann die 4 Punkte nur für mich. Machen das aber beide Spieler, gehen die Punkte für beide verloren. Das mache ich einfach, halte ich den Zauberstab nach oben, greife ich nicht an, halte ich ihn auf den anderen Spieler gerichtet, greife ich ihn an. Das ist einfach schon mal, klar kennt man solche Mechanismen, finde ich aber irgendwie echt cool, das so in dem Spieler nochmal zu integrieren. Und es gibt auch einen sehr interessanten Arbeitereinsatzmechanismus, weil es gibt verschiedene Felder mit unterschiedlichen Stärken. Kennt man ja von Worker-Placement-Spielen. Aber in der Regel ist es so, dass man sich immer auf das stärkste, jetzt noch verfügbare Feld platziert. Bei Foxpaw kann man sich das aussuchen. Man kann auch bewusst eine schwächere Aktion nehmen und bekommt dafür noch einen anderen Vorteil. Ist, glaube ich, da irgendwie auch nicht so leicht zu verdrängen oder irgendwie sowas. Das kriege ich nicht mehr hin. Ich weiß nicht mehr genau, welchen Vorteil man hat, wenn man eine schwächere Fläche wählt. Aber das war ein Mechanismus, den fand ich richtig gut. Dann kann man sich auch entscheiden, wann man sich denn schlafen legen möchte. Dann endet eine Runde vorzeitig. Man kommt ab, ist im Prinzip festlegen, ist Startspiel, dass ihr mich jetzt nicht alles täuscht. Auf jeden Fall, es sieht optisch gut aus. Preislich ist das der absolute Knaller. Also von der Ausstattung her des Spiels, es kostet, glaube ich, 45 Euro wird es kosten beim Crowdfunding. Man hat bedruckte Miepel, Holzmiepel, man hat diese Zauberstäbe. Die Karten sind von toller Qualität, super Illustration, macht einen echt hervorragenden Eindruck. Deswegen habe ich hier meine Hoffnung, dass ich vielleicht doch noch ein Godot-Spiel finde, was mir gefällt. Ich würde es mir wirklich wünschen und bleibe ich auf jeden Fall dran. Und ich kann dir nur empfehlen, guck dir Foxpaw auch mal an, macht einen wirklich tollen Eindruck. Dann habe ich mir The Many Dungeons angeguckt. Das ist ein Spiel mit so hexagonförmigen Karten. Auch die Charaktere sind diese Karten. Man legt die aus, kann die drehen, greift dann umliegende Hexagons an. Und je nachdem, wie man das ausrichtet, was man dann auch für einen Gegner hat, werden dann bestimmte Effekte ausgelöst. Und manche Charaktere sind auch stärker, wenn die von hinten angreifen, etc. Fand ich ganz nett, fand ich ganz interessant. Würde ich durchaus mal mitspielen, aber auch nichts, was ich mir jetzt kaufen würde. Dann habe ich mir Lone Wolves angeguckt. Da habe ich übrigens verbaselt, aus irgendeinem Grund ein Foto von zu machen. Deswegen kann ich jetzt hier nur die Box zeigen. Das ist ein Stichkartenspiel für 2 Spieler und man kämpft um verschiedene Gebiete. Wenn ich dann halt diesen Trick gewinne, also diesen Stich gewinne, kriege ich den Vorteil dieses Gebiets. Verliere ich an meinen Kampf, muss ich meinen Wolf zurückziehen und kriege so einen Kratzer, eine Wunde praktisch. Die haben dann noch irgendwelche Auswirkungen, da kann man noch irgendwie was mitmachen. Habe ich jetzt auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Klang richtig gut, habe ich mir auch eingesteckt. Habe ich mir Gold Nugget angeguckt. Das ist ein Social Deduction Spiel und es geht darum, dass man Gold stehlen möchte aus dem Nest eines Raben. Das macht man mit Aktionskarten. Das liegen praktisch in diesem Nest vom Raben Token aus. Die kann man dann umdrehen. Da sind entweder Steine drunter oder irgendwann ist der Gold Nugget darunter. Man kann sich diese Token zu sich nehmen. Ziel ist es, am Ende des Spiels diesen Gold Nugget zu haben. Dann gibt es Aktionskarten, da kann ich einen Token von einem anderen spielen, ich kann stehlen, ich kann mir einen Token aus der Mitte nehmen. Und das ist wohl auch mit einem Echtzeitmechanismus. Man muss schnell sich irgendwelche Token grapschen. Aber das klang nach einem sehr chaotischen Spiel, wo andauernd immer alles hin und her wechselt und das wird mir immer wieder geklaut. Dann eben halt auch durch den Echtzeitmechanismus sehr hektisch und chaotisch. Und es klang so, als hätte das sehr, sehr viele Take-That-Elemente. Hat mir deswegen nicht so gefallen. Dungeon Light habe ich mir dann als nächstes angeschaut. Ja, und wie der Name schon sagt, Titel ist Programm. Sehr leichter Dungeon Crawler. Es ist irgendwie so ein Einstiegsspiel, das halt wirklich nur Würfel werfen, gucken, ob ich den Zielwert erreicht habe, Monster töten. Nichts Reizvolles. Ist vielleicht ein Einstiegsspiel für Kinder oder wie auch immer, aber bietet ansonsten nichts. Und dann war ich bei Hodari Spiele, beim David Rimbach, der hat mir Hell Legends
vorgestellt. Im Prinzip ist das ein One-Shot-Dungeon-Crawler, der auf Diablo basiert, mit einem Dark-Fantasy-Thema. Und ich... Richtig geil. Ich mein, unheimlich gut gefallen. Auch von den Mechanismen her. Wirklich schöne Ideen. Wir haben ein wirklich tolles, eine tolle Charakterentwicklung erst einmal. Wir haben so eine Art Tech-Tree mit verschiedenen Fähigkeiten, um meinen Helden aufzuleveln. Ich habe unheimlich viele Gegenstände, die ich ausrüsten kann, die mir Boni geben. Ich kann auch Sets zusammenstellen, die mir dann Vorteile geben. Ich habe ein dreidimensionales Gelände, was dann eben halt auch nochmal taktische Herausforderungen bietet, ist jetzt nicht sehr anspruchsvoll. Das ist eigentlich nur plus eins kriegen, wenn man erhöht ist. Man kann jemanden runterschubsen, man muss hochklettern, solche Dinge eben halt. Es hat aber auch einen sehr, sehr interessanten Würfelmechanismus. Es geht eigentlich darum, dass ich verschiedene Würfel einsetze, von verschiedenen Stärken. Ich kann auch mehrere Würfel dann durch Ausrüstung zubekommen. Ich muss mir dann aber, ich glaube, zwei Würfel aussuchen oder so, die ich davon dann nutze. Fand ich sehr interessant. Optisch sieht das cool aus. Ich fand das auch sehr interessant. Wie gesagt, das sind One-Shots. Die werden aber random zusammengesetzt. Und die NSCs, auf die man trifft, sind auch nicht szenariogebunden. Das heißt, auch das wird zufällig ausgewählt, welchen NSC ich wo treffe, so dass ich da eine sehr hohe Varianz habe. Das klingt alles sehr, sehr cool. Der David entwickelt auch die App dafür. Das klang auch alles sehr gut. Ich kriege das auch alles nicht mehr zu 100% hin. Der hat mir sehr viele Details auch genannt. Ich war auf jeden Fall ziemlich gehuckt von. Fühlt sich auch von dem, was er mir erzählt hat, schon echt Diablo-mäßig an. Und die Kuh ist auch mit dabei. Werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Habe ich richtig Bock drauf. Hell Legends. Dann habe ich gespielt Escape from New York, zu Deutsch die Klapperschlange, Snake Plissken Alive. Und das ist ein Social, kein Social Deduction Spiel. Das ist ein Spiel mit Hidden Roles und Traitors eventuell. Wir müssen halt aus New York fliehen. Ist wie die Story aus dem Film, das ist ja Jahre her, dass ich den gesehen habe. Wir müssen den Präsidenten finden, müssen aus dieser Gefängnisstadt New York fliehen und arbeiten halt kooperativ an einem Ziel, müssen dafür den Präsidenten finden, verschiedene Gegenstände finden und müssen einen Fluchtplan finden, der uns dann sagt, auf welche Art und Weise wir die Stadt verlassen können. Jeder hat dann auch nochmal ein eigenes persönliches Ziel, das er alternativ erfüllen kann und dann gewinnt nur er das Spiel. Spielerisch ist es so, dass wir uns über die Karte bewegen, müssen verschiedene Gebiete aufdecken, müssen dann Suitcases finden, also Koffer, wo diese Gegenstände drin sein können. Die können entweder einfach auf der Karte liegen oder die sind bei Endgegnern, die wir besiegen müssen, um dann eben halt an diese Cases zu kommen. Spielerisch hat mir das sehr gut gefallen. Also es ist eigentlich, fühlt sich das an, als würden Nemesis und Zombicide ein Kind bekommen. Also Nemesis eben durch die verschiedenen Rollen mit den Traitern und Zombicide, weil man unheimlich viele Gegner auf dem Brett hat, die man dann halt wegkloppen muss. Vorteil gegenüber Zombicide ist aber, das funktioniert nicht mit dem Würfelsystem, das ist komplett deterministisch, das hat mir dann auf jeden Fall schon mal gut gefallen. Ja, hat mir spielerisch gut gefallen. Ich habe nur ein großes Problem mit dem Spiel und das war für mich leider Ausschlusskriterium. Es ist auch sehr chaotisch und random, was die Spielziele angeht. Nämlich, wo sind die Suitcases? Was ist in welchem Suitcase? Da kann ich totales Glück haben, dass ich irgendwas finde. Ich kann totales Pech haben. Bin ich dann gerade in der Nähe vom Ausgang? Ja, nein. Das kann auch einfach sein, dass ein Spieler, das war bei uns am Spieltisch auch der Fall, lieben Gruß, dass ein Spieler zu Anfang eigentlich schon so gut wie sein persönliches Ziel erreicht hat. Man muss nur, um das persönliche Ziel zu erreichen, dann auf jeden Fall auf Level 3 seinen Charakter aufleveln. Und entweder muss der Präsident gefunden sein oder aber der Zeitmarker, also es ist so ein Deck an Karten, muss die letzte Karte erreicht haben. Ja, kann sein, dass man da totales Glück hat. Und das hat es für mich leider kaputt gemacht. Ansonsten fand ich Escape from New York wirklich gut, aber das macht es mir einfach zu random. Dann habe ich mir Thingstead erklären lassen. Da geht es darum, dass wir
Wikinger sind und wir möchten halt den nächsten Clansführer ernennen. Das machen wir, indem wir haben so ein Rondell, also so Aktionsplättchen im Kreis ausgelegt und beeinflussen das, indem wir Karten dahinlegen und diese Karten beeinflussen immer mehrere Felder auf einmal. Und an diesen Feldern liegen wieder Karten an von Charakteren, die wir für uns beeinflussen wollen. Dann können wir auch noch zu so Gebäuden gehen, die uns dann auch noch einen Vorteil verschaffen. Kriege ich auch nicht mehr so richtig hin. Klang ganz interessant, aber auch nichts, was ich mir jetzt zulegen würde. Dann habe ich mir Altai erklären lassen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich gehe mal davon aus. Das ist eine Mischung aus Deckbuilding und Area Control. Klang ganz nett. Hat auch PvP. Man kann also auch andere Spiele angreifen. Aber da war jetzt irgendwie nichts Besonderes bei. Sowohl beim Deckbuilding als auch bei Area Control. Sodass ich sage, als Mischung Deckbuilding, Area Control gefällt mir dann, glaube ich, Tyrants of the Underdark besser. Ist klar, Altai ist dann eher, glaube ich, ein größeres Publikum, leichter zugänglich, spielerisch anspruchsvoller scheint Tyrants of the Underdark zu sein, deswegen für mich reizvoller, weswegen ich glaube, ich Altai nicht einziehen lassen würde, würde ich aber gerne trotzdem mal Probe spielen, wenn ich irgendwo die Gelegenheit habe. Dann waren wir bei Meet and Play, was unheimlich viel Spaß wieder gemacht hat. Sehr, sehr viele tolle Leute getroffen. Ganz lieben Dank einfach jetzt hier auch nochmal an Johannes fürs Ausrichten. Das macht jedes Mal wieder unheimlich viel Spaß und ist jedes Jahr halt auch so ein kleines Highlight. Und da habe ich Pixies gespielt. Einfaches Karten-Drafting-Spiel. Man sammelt Karten, hat so ein 1 bis 9 Grid, also ein 3x3 Grid. Man muss halt die Zahlen 1 bis 9 auslegen. Und wenn ich eine Zahl zweimal habe, dann wertet das erst von den Punkten her. Ich kriege auch noch Punkte für Farbflächen, die ich aneinander lege. Und dann gibt es noch Symbole auf den Karten, die mir auch noch Punkte geben. Einfaches Drafting-Spiel. Tut nicht weh, das zu spielen. Ist nett, würde ich mir selbst auch nicht zulegen. Dann habe ich Restart gespielt mit dem Entwickler selbst. Und auch mit Marcel von Herr der Spiele, einen lieben Gruß an der Stelle, war ein sehr komplexes Spiel. Da geht es um Zeitreise im Prinzip, vom Thema her. Man hat auch einen Charakter mit zwei Figuren. Man hat das erwachsene Ich und man hat das junge Ich. Man bewegt sich auf verschiedenen Zeitachsen. Und das wird bei einem Kartengrid simuliert. Wir haben einen Kartengrid, ich glaube, es sind 4x3 Karten und die drei Zeilen sind die verschiedenen Zeitebenen. Auf der untersten Zeitebene ist das junge Ich und das erwachsene Ich kann überall hinspringen. Man hat Multi-Use-Cards, die sehr, sehr viele Möglichkeiten bieten. Das sind einmal Aktionen, die ich bekomme, wenn ich mich bei verschiedenen Aktionen, die ich habe, verbessere. Ich habe die Farben auf den Karten, die ich brauche für dieses Grid. Denn die Karten im Grid liegen, haben unterschiedlichste Farben. Und mein Ziel ist es eigentlich, die Karten in diesem Grid auf eine bestimmte Art und Weise anzuordnen, um meine Zielkarten zu erfüllen und darüber Punkte zu bekommen. Es gibt dann noch so ein gesondertes Board, wo ich auch noch Aktionen ausführen kann und das bewegen kann. Da gibt es so Marker. Und wenn ich da bestimmte Gebiete erreiche, gibt mir das auch nochmal Punkte, ganz grob runtergebrochen. Das ist ein sehr spannendes, interessantes Spiel von dem Multi-Use-Cards her, wo ich nur mein Problem hatte bei dem Spiel, das ist genau dieses Kartengrid. Denn obwohl es ein sehr komplexes und anspruchsvolles Spiel ist, ist dieses Kartengrid dafür total chaotisch. Wenn man das zu viert spielt und jeder Spieler in seinem Zug eine Karte beeinflusst, kann das sein, dass mir alles kaputt gemacht wird, was ich vorher versucht habe, mir aufzubauen. Auch habe ich hier natürlich Glück, wenn ich eine neue Zielkarte ziehe, dass genau die Karten so liegen, wie ich sie haben muss, oder ich eine ziehe, die halt totaler Crap ist, weil keine Chance, das irgendwie umzusetzen. Und dieses Chaos, diesen Randomizer, fand ich bei dem Spiel fatal,
weil ansonsten alles halt wirklich so sehr denkerisch ist. Und das ist dann so zufallsabhängig, hat mir da an der Stelle nicht so gut gefallen. Würde ich hoffen, dass das nochmal überdacht wird, weil ich die Kernmechanismen ansonsten mit den Karten, die fand ich sehr interessant. Dann habe ich Minos gespielt. Und das ist von Stanislav Kordonski. Das ist einer meiner Lieblingsautoren, der Lockup gemacht hat, der Resurgence gemacht hat und weitere Titel, die ich wirklich gut finde. Deswegen war das auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich habe über anderthalb Stunden Probe gespielt, habe also wirklich einen sehr tiefen Einblick bekommen in das Spiel und was soll ich sagen, habe mich begeistert. Fand ich richtig toll. Man hat einen sehr schönen Würfelauswahlmechanismus und es hängt davon ab, ob ich eine niedrige oder eine hohe Augenzahl habe. Habe ich eine niedrige Würfelzahl, ist es wahrscheinlich, dass ich eine starke Aktion bei eine starke Variante der Aktion ausspielen kann, wo ich den Würfel hinlege, weil ich dann nicht verdrängt werden kann von den anderen Spielern. Lege ich nämlich einen Würfel mit einer höheren Augenzahl aus und ein Spieler spielt danach einen Würfel mit einer niedrigeren Zahl, verdrängt er mich und ich rutsche auf eine schwächere Position. Allerdings bekomme ich, wenn ich stärkere Würfel platziere, einen Vorteil, denn ich muss die Würfel auch immer zu, die haben verschiedene Farben und wenn ich von einer Farbe die Augenzahlen in Summe mindestens 9 erreiche, steige ich bei so einer Leiste auf, was mir auch nochmal Vorteile bringt. Das heißt, hier sind die Würfel schon mal sehr interessant eingesetzt von ihren verschiedenen Funktionen her. Wir haben ein Area-Control-Spiel, das heißt, ich kann gucken, dass ich hier eben versuche, die Kontrolle über verschiedene Gebiete zu bekommen. Das ist aber nur eine Möglichkeit, an Punkten zu kommen. Ich kann mich fokussieren auf das Ausspielen von Karten, was mir Vorteile gibt, die mir auch Punkte bringen. Ich kann auch noch so eine Schiffsflotte ausbauen, die mir auch Vorteile bringen. Man hat also hier die Möglichkeit, sich auf verschiedene Gebiete zu konzentrieren, auf die unterschiedlichsten Weise Punkte zu erzielen. Und alles hat gefühlt wirklich gut funktioniert. Hat einen sehr schönen Komplexitätsgrad, ohne überladen zu sein. Ich fand Minos super, habe ich mitgenommen. Dann haben wir uns noch Quiet House erklären lassen. Ist ein kooperatives Spiel mit einem Schachfeld, sage ich jetzt mal, also so ein Grid an Feldern. Und man hat im Prinzip, man hat geteilte Informationen. Ein Spieler sieht eben halt nur die Karten auf der Seite, der andere Spieler auf der Seite. Da sind die verschiedenen Spielfiguren abgebildet, die sich auf dem Brett befinden. Und die Spielfiguren haben dann Vorgaben, sie müssen möglichst nah an ihre Abbildung sein oder möglichst weit entfernt. Man muss kooperativ dann versuchen, die Figuren so zu platzieren, dass alle Bedingungen erfüllt sind. Man hat aber selbst eben halt nur die Hälfte der Informationen und muss anhand der Aktionen des Mitspielers erschließen, was ist wohl auf meiner Seite. Fand ich ganz interessant, müsste ich mal ausprobieren, klang nach einem schönen kooperativen Deduktionsspiel. Und zu guter Letzt habe ich mir Carmack angeschaut. Das ist ein Tiling-Game, sieht ein bisschen aus wie Carcassonne. Und Carmack ist halt eine Marschlandschaft in der Provence. Und wir legen Plättchen aus an verschiedene Typen. Man versucht eben halt, also große Gruppen an Plättchen zu legen. Und den Rest habe ich eigentlich schon verdrängt, weil ich mir im Prinzip war nichts Bedeutendes dabei. Also es klang halt wie so ein Carcassonne, aber auch noch einfacher, war ein relativ simples Spiel und da mag ich anspruchsvollere Teile in Games deutlich lieber. So, das waren jetzt alle Spiele, die ich mir angeschaut, mir habe erklären lassen oder auch angetestet habe. Wie gesagt, 16 Spiele, hiervon konnte ich halt auch spielen, hatte sehr, sehr viel Glück damals. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu meinen Highlights. Wie eingangs gesagt, habe ich 3 Highlights der Messe, die ich jetzt auch gar nicht in irgendein Ranking gebracht habe. Deswegen stelle ich dir die jetzt einfach alphabetisch vor. Ein Spiel davon gibt es tatsächlich schon. Das habe ich mir auch gekauft. Die anderen beiden waren Previews. Und das allererste war Hell Legends von David Rimbach. Das, finde ich, ist ein sehr vielversprechender Dark Fantasy One-Shot Dungeon Crawler. Auf den freue ich mich sehr. Kann ich den nur empfehlen.
verfolge dieses Spiel. Die Kampagne soll wohl im März nächsten Jahres starten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mein zweites Highlight war Minos. Wie gesagt, ich mag Stan als Autor ja sehr, sehr gern. Auch hier hat er nicht enttäuscht. Ich mag den Würfeleinsatz. Ich mag die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat im Spiel. Freue ich mich wirklich auf die ersten richtigen Partien. Da kommt auf jeden Fall eine Review zu. Wenn du das sehen möchtest, du kennst es ja, Kanal gerne abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und mein drittes Highlight war Nova Era, wo ich, wie gesagt, jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen konnte. Das hat mich aber von den Mechanismen so begeistert, dass ich auf jeden Fall in Erinnerung habe, das muss ich näher verfolgen. Das werde ich mir jetzt in Folge auch nochmal genauer anschauen und mich da auch nochmal schlau lesen. Das werde ich auf jeden Fall verfolgen und ich denke, wenn das rauskommt, werde ich mir das auch zulegen. Dann hoffe ich, dir hat dieser Messerückblick jetzt hier gefallen. Schreib doch gerne mal in die Kommentare des Videos, ob du selbst auf das Spiel warst und wenn ja, was deine Highlights waren oder aber was ansonsten jetzt deine Highlights waren aus den hier vorgestellten Spielen. Dann danke ich dir fürs Zusehen und ich sage bis zum nächsten Mal. Stay geeky, ciao!